Unsere Heimat, Mittelfranken Backstage. Präsentiert von den Sparkassen in Mittelfranken. Gut für die Region. Dort oben im Gerichtssaal entscheidet er über Leben und Tod. Und wenn einer während der Verhandlung den Mund nicht aufmacht, dann schickt der Blutrichter die Person einfach nach unten. Und dort unten im Folterkeller habe ich schon meine Folterinstrumente. Ziehen, reißen, schlagen, zerren. Im Moment befinden sich 5 Personen und noch ein paar Zerquetschte dort. Georg Lehle ist der Henker von Rothenburg ob der Tauber, zumindest während seiner Stadtführungen, bei der man das mittelalterliche Rothenburg erleben kann. Von der Folter bis zur Hinrichtung, all das fiel im Mittelalter in den Zuständigkeitsbereich des Henkers. Dann, wann ich meine Axt auf Thü heben, dann gibt Gott dem Sünder das ewige Leben. Seine Informationen hat Georg Lehle größtenteils im Stadtarchiv recherchiert. Der 40-Jährige kommt eigentlich aus Offenbach. Rothenburg aber hält er für die perfekte Stadt, um Schauergeschichten zu erzählen. Das Ambiente spielt mit. Also ich könnte das nicht in einer modernen Stadt anbieten. Das Mittelalter war eine magische Zeit, wo die Leute an schwarzmagische Gespenster, Dämonen, Wiedergänger, einen Teufel glaubten, an Hexen, und deswegen passt das Ambiente. Hier unten im Taubertal auf diesem Feld fanden die Hinrichtungen statt. Und dieses Feld heißt heute noch Herzacker, weil dort einst der Henker jemanden das Herz aus dem Leib gerissen hat. Von Grausamkeiten erfährt man während der Stadtführung, aber auch vom schwierigen Leben, das die Henker damals hatten. Sie verdienten zwar gut, wurden aber sozial geächtet, wegen angeblicher Kontakte zum Teufel. Und ich gebe auch nicht die Hoffnung auf, dass ich vielleicht doch noch eine Frau finde. Ja, was denkt ihr, warum ich das hier mache? Sie muss im heiratsfähigen Alter sein, über 12, nicht über 35, weil viel älter werden sie nicht. Und natürlich alleinstehend. Was haben wir denn da? Na, dürfte ich fragen, wie alt ihr seid? 19. 19 und noch kein Gemahl? Nein. Oh, ihr solltet euer gebärfreudiges Becken alsbald nützen. Georg Lehle hat sich zur Vorbereitung mit so vielen Schauergeschichten befasst. Mittlerweile kann ihn kein Horrorfilm mehr schocken, erzählt er. Abgebrüht sei er geworden. Der Job als Henker, wäre das also wirklich etwas für ihn gewesen? Boah, das ist eine schwierige Frage, weil die Henker wurden ja damals gezwungen dazu. Und wenn man es nicht gemacht hat, ist man im Verlies eben versauert, ja, oder wurde dann die Augen ausgestochen. Das ist eine schwierige Frage, ob ich das könnte. Kann ich nicht beantworten. Na, Gott sei Dank werden Berufe heutzutage nicht mehr vererbt. So hat Georg Lehle zuerst Betriebswirtschaft studiert und dann seine Leidenschaft für Geschichte entdeckt, die er jetzt bei den Stadtführungen ausleben kann. Ihr wisst ja inzwischen, die Strafe liegt im ureigenen Interesse des Sünders. Aber die Strafe liegt genauso im Interesse der ganzen Stadt. Weil wir Gott zeigen müssen, dass wir gegen den Teufel kämpfen. Ansonsten, wenn wir hier die Sünder tolerieren würden, würde uns Gott zornentbrannt irgendwann zerstören, genauso wie die beiden sündhaften Städte Sodom und Gomorra. Unsere Heimat, Mittelfranken Backstage. Präsentiert von den Sparkassen in Mittelfranken. Gut für die Region.